Erstens will ich aber ausdrücklich Bodo voll unterstützen und das wiederholen und herzlichen Glückwunsch an Susi und an Stefan sagen. Wunderbar. Ich hoffe, gemeinsam packen wir das und es wäre toll, wenn wir hier in Sachsen am 1.9. gemeinsam ein riesiges Ergebnis hinkriegen. Herzlichen Glückwunsch für dieses Votum des Parteitags. Als Zweites will ich sagen, ja, ich rede ja heute als Fraktionsvorsitzender hier und ich würde mal sagen, gesichert das letzte Mal. Die Fraktion ist politisch am Ende. Bodo hat dazu was gesagt. Ich teile das auch. Eine Abspaltung einer kleinen Gruppe von der Partei und auch von der Fraktion ist und bleibt unverantwortlich und inakzeptabel und gerade wegen der gesellschaftlichen Situation, in der wir uns befinden. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine Zäsur. Zäsur für die Partei. Es wird eine Zäsur für die Fraktion sein, das ist es jetzt schon. Aber ich will mich nicht an den Plänen anderer abarbeiten. Ich will gemeinsam mit euch, mit Bodo, mit Sebastian aus Brandenburg, mit Susi und Stefan an der Zukunft der Linken arbeiten. Das wird entscheidend sein und da werden die Landtagswahlen im nächsten Jahr für uns eine Weichenstellung sein. Lasst uns gemeinsam da kämpfen, dass wir uns das hinkriegen, denn dort wird entschieden, ob die Linke eine relevante Kraft in diesem Land sein wird. Jetzt werden Totenglöckchen geläutet. Ich sage ganz klar, ist viel zu früh. Ich war ein paar Mal dabei, als Totenglöckchen geläutet worden sind. Nein, wir werden es auch diesmal wieder schaffen, liebe Genossinnen und Genossen. Die Linke hat... Die Linke hat ihr Schicksal jetzt wieder in der eigenen Hand. Ich sage aber auch ganz klar, die Zeit der Ausreden ist jetzt auch vorbei. Es liegt an uns, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir sehen die Linke in Verantwortung. Bodo hat das eben eindrucksvoll bestätigt. Die Linke in Verantwortung ist stabil. Keine Bürgermeisterin, kein Landrat, kein ostdeutscher Bundesabgeordneter wird die Linke verlassen. Das ist nicht irgendwas. Niemand in Regierungsverantwortung wird sich an der Abspaltung beteiligen, weder in Mecklenburg-Vorpommern noch in Bremen noch in Thüringen. Das ist die Wahrheit. Diejenigen, die in Verantwortung stehen, sind sich dieser auch bewusst. Und Henry Ruß hat ja hier eine Eröffnung gehalten, die eindrucksvoll war. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, in Verantwortung werden wir weiter stehen. Aber zentral wird dafür sein, dass der Weg der Selbstbeschäftigung, der schändlichen Selbstbeschäftigung, der muss vorbei sein, sondern hin zu den Problemen der Menschen, die eben von Bodo eindrucksvoll geschildert worden sind. Das ist das Entscheidende. Dafür müssen wir, natürlich müssen wir auch programmatisch nachsteuern. Auch da sind einige Fragen aufgerufen worden. Aber entscheidend wird sein, dass wir auf die Höhe der Zeit kommen und dass wir bei den Interessen der Menschen in diesem Land sind, liebe Genossinnen und Genossen. Es wird so sein, ich werbe deutlich dafür, dass diese neue Formation nicht der Bezugspunkt unserer Politik ist. Das wäre völlig falsch. Denn es ist notwendig, sich mit der Ampelpolitik auf der Bundesebene auseinanderzusetzen. Das wird für uns zentral sein. Und hier in Sachsen will ich das auch sagen. Susi Schaper wird ein großer Bezugspunkt der Politik sein. Wer könnte der Linken besser auf die Beine helfen als eine Krankenschwester? Das ist doch mal die Wahrheit. Und Bodo hat das wunderbare Beispiel Vietnam gesagt. Und da will ich jetzt mal über ein Erlebnis berichten, weil das wirklich etwas aussagt. Und zwar etwas aussagt über Susi. Im letzten Sommer kriegte ich plötzlich eine Mitteilung von ihr, ich komme hier nicht mehr weg aus Vietnam. Ich sage, okay, kommst du nicht weg aus Vietnam, verstehe ich überhaupt nicht. Kannst du nicht mal. Also ich, wie sich das gehört, im Auswärtigen Amt angerufen. Die waren auch ganz freundlich und sagten, naja, dann rufen Sie mal dort in der Botschaft an. Ich habe dann mein Handy oder mein Telefon in die Hand genommen, 28 Nullen davor und so. Und dann klingelt es da, war auch offensichtlich nachts um zwei, und sagte, ja, hier ist Dietmar Bartscher, Fraktionsvorsitzender der Linken, und ich habe da folgendes Problem. Der stand auf einmal auf, ich dachte, Wunder, wie bedeutend ich bin, aber jetzt kommt das Eigentliche. Es ging darum, dass Susi dort wie jedes Jahr wieder für Wochen da war und Operationen gemacht hat an Kindern, an anderen in dem Land. Und ich finde es ein so überzeugendes Beispiel für Solidarität, für Glaubwürdigkeit, dass wir das immer wieder erzählen lassen. Das ist Selbstlosigkeit, das ist Glaubwürdigkeit. Super, Susi, mach das weiter, auch in der Zeit, wenn du Spitzenkandidatin hier in Sachsen bist. Ich finde das wirklich wunderbar. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich will noch einen dritten Punkt sagen, der dann doch noch mal ein klein wenig mit dieser neuen Formation zu tun hat. Ja, hier in Sachsen gibt es einen Ministerpräsidenten, ihr kennt ihn alle, spricht sich aus norddeutscher Sicht immer ein bisschen komisch aus, aber lassen wir das. Mit dem wollen alle koalieren. Also die SPD und die Grünen sind mit dem in Koalition. Die AfD würde ganz gerne. Selbst diese neue Formation hat gesagt mit denen.
Ich will ganz klar sagen, die Verantwortung für viele Missstände in diesem Land trägt auch der Ministerpräsident und die Landesregierung. Und wir als Linke sind der Gegenpol. Wir stehen für ein soziales Sachsen. Wir sind das solidarische Sachsen in ganz vielen Fragen. Und deshalb kommt für uns mit denen eben diese Zusammenarbeit nicht in Frage. Eigenständigkeit im Wahlkampf muss unser Profil ausmachen, liebe Genossinnen und Genossen. Lass mich eine Bemerkung machen, weil ich bin ja, habe gesagt, die Auseinandersetzung mit der Ampel, ja, die haben sich selbst Fortschrittskoalition genannt, haben von einem neuen Politikstil gesprochen. Das ist ja alles sehr richtig und vernünftig. Das war theoretisch der richtige Ansatz, nur real, liebe Genossinnen und Genossen, ist das krachend gescheitert. Es gibt eine große Einigkeit im Land in einer Frage, das ist die Unzufriedenheit mit der Ampel. Und für diese Unzufriedenheit, da gibt es wirklich gute Gründe. Und ich für meinen Teil, ich glaube nicht, dass die Ampel in den nächsten 2 Jahren nochmal die Kurve kriegt. Und da kann man die Themen, die hier aufgerufen worden sind, ob das Löhne sind, ob das Renten sind, ob das Inflation ist, ob das Industriepolitik ist, ob das die Kriege dieser Welt sind. Nein, da gibt es vielfach leider ein Versagen. Und zu dem Kriegsthema will ich mal einen Punkt sagen. Auch da ist darauf hingewiesen worden. Es gibt aktuell 21 Kriege und 200 bewaffnete Konflikte auf der Welt. Und wir reden natürlich häufig über die zwei, jetzt aktuell zu Recht auch über Israel und Palästina. Aber ehrlich gesagt, Deutschland steht in dieser Frage auf dem Gaspedal der Eskalation. Wir sind weiterhin einer der größten Waffenexporteure. Und das muss die Linke immer wieder deutlich sagen. Wir wollen das nicht, auch wenn das nicht immer leicht ist für uns, liebe Genossinnen und Genossen. Ich meine, was da aktuell in Israel passiert ist, im Gazastreifen, diese ist einfach furchtbar. Die Tragödie, die sich in der Ukraine abspielt, es ist einfach furchtbar. Zehntausende tote Zivilisten. Ich war in der Ukraine mit Gerhard Trabert, der im Übrigen aus demselben Holz geschnitzt ist wie Susi Schaper. Ein Arzt für Arme, der diejenigen auch behandelt, die keine Krankenversicherung haben. Der sammelt für Menschen in größter Not. Was da ist, es ist wirklich, wenn man es mit eigenen Augen sieht, das ist unvorstellbar. Und was ist die Hauptdebatte in Deutschland? Die Hauptdebatte ist Waffenlieferung, noch schwerere Waffen, noch schnellere Lieferung. Das kann nicht unsere Position sein. Jedes neue Waffensystem, habe ich immer gehört, bringt die Wende. Ob das nun am Anfang, es ging mal los mit Helmen, jetzt war es Taurus und. Nein, diese Waffensysteme werden die Wende nicht bringen. Und ich lasse mir auch, wenn mir 1000-mal erzählt wird, das sind Putin-Versteher, das sind Russland-Versteher, das alles ist großer Blödsinn. Wir müssen raus aus dieser Logik, liebe Genossinnen und Genossen. Und das wird die linke Position bleiben. Denn dieser Krieg ist für die Ukraine und für viele Menschen eine Katastrophe. Der ist auch für Russland eine Katastrophe. Aber der ist zum Beispiel auch für Afrika eine Katastrophe, wenn man sich das Getreideabkommen anschaut und die Wirkung dieses Getreideabkommens. Da verhungern jetzt Kinder, auch wegen dieses Krieges, nicht nur in der Ukraine und in Russland. Jedes fünfte Kind in Afrika ist aktuell von Hunger bedroht, auch deshalb, weil es diesen furchtbaren Krieg gibt. Und deswegen, ja, Deeskalation und Diplomatie müssen bei uns ganz oben stehen. Ich bin für jede Diskussion offen, trotzdem bleibt dieses. Ich hätte lange erwartet, dass Deutschland mal eine europäische Friedensinitiative initiiert. Warum höre ich da so wenig? Es wird immer wieder über Rüstung geredet. Der Etat, 85,5 Milliarden werden für Rüstung ausgegeben. Thüringen, Brandenburg und Sachsen zusammen haben nicht so einen Haushalt. Und das wird nur für Rüstung ausgegeben. Also es ist viel mehr als im Kalten Krieg. Aber der Krieg, der hat auch Ursachen. Und ich sage das nochmal, es sind die Waffenexporte, die eine wesentliche Ursache sind. Und wir reden dann über wertegeleitete Außenpolitik. Donnerwetter. Also ich will nicht noch mal das wiederholen, was Bodo zu Armenien und Aserbaidschan gesagt hat. Das ist einfach furchtbar. Hat doch nichts damit zu tun. Und wer überhaupt Armenier oder Armenierinnen kennt, der weiß, was das für die bedeutet. Oder wir können auch über Saudi-Arabien nachdenken. Was ist denn eigentlich da los? Und von da nehmen wir Öl, da liefern wir auch weiterhin Waffen hin. Das kann doch nicht wahr sein, die auch im Krieg im Jemen bisher aufgehört hat, eingesetzt worden sind. Und ähnlich ist es auch mit dem Öl.
Nein, russisches Öl nehmen wir nicht. Doch, über Indien. Was ist denn das für eine Heuchelei, liebe Genossinnen und Genossen? Da brauchen wir eben auch Ehrlichkeit. Und natürlich gibt es auch Profiteure dieses Krieges. Auch das muss man benennen. Wer kauft denn jetzt das Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten? Bei mir im Norden wird ein LNG-Terminal vor der Küste Rügens gebaut, was kein Mensch will. Deswegen, ich finde die Debatte, die jetzt geführt wird, Kriegsmüdigkeit und wir müssen kriegsfähig werden, sagt Boris Pistorius. Ich finde das völlig falsch. Das kann und wird die linke Position sein. Ich sage es nochmal, europäische Friedensinitiative, da muss sich Olaf Scholz, da soll sich aus Robert Habeck, der eine solide Rede gehalten hat zum Israel-Konflikt, da sollen sie sich für einsetzen und weniger über neue Waffensysteme reden, liebe Genossinnen und Genossen. Denn eins stimmt doch auch. Ihr habt von den 85,5 Milliarden gesprochen, die für Rüstung ausgegeben werden. Und wir hatten jetzt eine sehr lange Diskussion zum Thema Kindergrundsicherung. Sage und schreibe, 2,4 Milliarden sollen das jetzt werden. Was für ein realer Witz. Nie war die Kinderarmut so hoch wie unter der jetzigen Regierung. Und da gibt es Gründe für. Und dann das eigentlich größte Reformprojekt, und das ist nicht eine Frage der Summe, das ist eine gewaltige Aufgabe, Umstellung ganzer Systeme. Und die wird letztlich jetzt auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagt. Es wird nämlich keine reale Grundsicherung für Kinder geben. Und das ist das Problem. Und auch das müssen wir ansprechen, weil das selbstverständlich über die Länder nicht zu lösen ist. Das ist eine Aufgabe, die auf der Bundesebene ist. Und ich sage ganz deutlich, Christian Lindner hat es gestoppt. Aber auch davor, Lisa Paus hat eben nicht einen Vorschlag vorgelegt, der wirklich umsetzbar gewesen ist. Deswegen bleibt es für uns. Wir sind nicht damit einverstanden, so viel Geld für Rüstung auszugeben und dafür bei Sozialem zu sparen. Das ist unverantwortlich. Und die Haushaltsdebatte in den nächsten Wochen wird auch da unsere Alternativen zeigen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will jetzt zu dem Thema Rente, zu dem Thema Arbeit nichts sagen, weil, wie gesagt, der Kleber hat mir gesagt, red nicht so lange, die Leute haben Hunger. Dann mache ich das jetzt auch und lasse das weg. Aber eins will ich dann schon noch mal sagen zur Ampel. Vielen Bürgern geht es im Moment im Lande schlecht. Das ist schlicht die Wahrheit. Ich meine, wir hatten ein Beispiel, wir haben eben noch mal über Teichwaren geredet und was da ansteht. Das ist alles ja nicht ganz unkompliziert. Es geht aber auch vielen Unternehmen nicht besser. Auch da, ich meine, Stefan hat über Industriepolitik geredet, das muss für uns ganz zentral sein. Das liegt aber auch an der miserablen und handwerklich wirklich unseriösen Politik der Ampel, liebe Genossinnen und Genossen. Die zieht dieses Land aktuell nach unten. Und da will ich nur ein Thema kurz ansprechen. Das ist das Thema Energiepreise. Die bleiben ein Riesenproblem. Ich meine, wir erleben im Moment eine Insolvenzwelle. Das ist die Wahrheit. 20,5% mehr Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr dieses Jahres als im Jahr davor. Da kann man doch nicht die Augen zumachen. Ich meine, da ist doch die FDP mit in der Regierung. Die muss doch da eigentlich mal was machen. Und die Inflation ist heute immer noch am Anschlag. Jetzt wird gesagt, oh nee, die ist nicht mehr bei 8%, sie ist auch nicht mehr bei 6%. Na Donnerwetter, diese Inflationszahlen sind für Leute mit geringem Einkommen wirklich verheerend. Sie sind verheerend. Und was macht die Bundesregierung? Die erhöht jetzt die Mehrwertsteuer auf Gas, auf Fernwärme und bei Gaststätten nochmal von 7% auf 19%. Was ist denn mit dem Lindner? Der hat doch gesagt, niemals Steuererhöhung. Jetzt wird das wieder erhöht, nur damit sein Haushalt ausgeglichen sein soll. Nein, das ist eine Steuererhöhungspartei, die FDP. Und wir sagen, nein, das wollen wir nicht, weil es die Menschen betrifft und weil es die Unternehmen betrifft, liebe Genossinnen und Genossen. Gestattet mir noch einen letzten Punkt, weil den will und den muss ich sagen, wir hatten ja vor kurzem 33 Jahre deutsche Einheit. Und ich will zu diesen 33 Jahren deutsche Einheit nur eine einzige Zahl nennen. Und diese Zahl heißt 13.015. Denn 13.015 Euro, so viel verdienen ostdeutsche Vollbeschäftigte heute weniger als westdeutsche Vollbeschäftigte. Und 13.015 Euro sind nicht irgendwas. Und ihr wisst alle, was das bedeutet für Rente. Ihr wisst alle, was das bedeutet für ein Leben. Und da gibt es nur eine Adresse, die im Deutschen Bundestag, und das werden meine Abgeordnetenkollegen, die hier sind, alle bestätigen, die das überhaupt noch aufruft. Die anderen erzählen alle, nee, das ist doch jetzt vorbei und wir sind ein Land und lasst uns gemeinsam. Nein, die Wahrheit bringt ganz andere Fakten zum Vorschein. Deshalb werden wir als Linke genau das
auch in den Vordergrund stellen müssen. Denn es bleibt dabei, der Osten ist die Herzkammer der Linken. Wir haben den Osten etwas vernachlässigt in der Vergangenheit und diesen Fehler haben wir erkannt und das müssen wir wieder verändern, liebe Genossinnen und Genossen. Spätestens seit der letzten Bundestagswahl wissen wir das, dass wir das anders machen müssen. Wir können wieder auf die Erfolgsspur kommen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir können wieder auf die Erfolgsspur kommen. Und das Comeback, da ist Sachsen eben ein wesentliches Element. Hier wird am 1.9. gewählt werden. Lasst uns hier im nächsten Jahr wirklich in Sachsen einen roten Sommer veranstalten, dass wir es hinkriegen. Wir können zulegen, wenn wir kämpfen und nochmals kämpfen, wenn wir Leidenschaft entwickeln und den anderen das zeigen, dass ihre Prognosen alle nicht stimmen. Die Linke wird wiederkommen, wie man hier in der Gegend sagt, Glück auf, oder wie man bei uns sagt, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, dann schaffen wir das. Herzlichen Dank. Applaus